Wir ziehen ja noch mal eine raus. Da hängt natürlich jetzt kein Blatt dran. Na toll. Es ist schon erstaunlich, liebe Rasenfreaks. 2 Wochen. 2 Wochen ist es her. Da hat der Rasenfreak nur gejammert. Und jetzt ist das schon wieder so toll, dass ich es kaum glauben kann. Lieber Rasenfreaks, was machen wir heute in diesem Video? Wir werden heute einen kleinen Rundgang machen. Ich zeige den Status quo nach 2 Wochen. Das war ja quasi das letzte Video. Dann haben wir ein bisschen Urlaub gemacht über Pfingsten. Heute ist der 13. Juni. Am 30. Mai habe ich gedüngt mit der Sea-Nymph. Mit, was war das? Sea-Nymph Excel, ne? Sea-Nymph CG 909 von Grasshopper. Und ja, man merkt es. Man merkt es. Es war aber nicht dieses brutale Stoßwachstum. Wie soll es auch sein mit 9% Stickstoff? Aber der Rasen hat sich so ganz langsam in 2 Wochen verwandelt. Auf jeden Fall, wir machen einen Rundgang. Das seht ihr heute in dem Video. Zum Status quo beim Rasenfreak. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ich sitze hier zwischen Helmut und, nee, ich weiß es nicht, ich weiß es bis heute nicht. Entschuldige Rufen, Ludmilla und Helmut. Und wir schauen mal auf die Fläche. Also es sind noch lange nicht alle Stängel weg. Also immer noch Stängel hier. Und auch noch lange nicht alle braune Halme weg. Wenn man ein bisschen runterschwenkst, wenn man so runterschwenkst, sieht man also doch noch einige braune Halme. Aber die Blüte hat weitestgehend aufgehört. Diese super starke Blüte. Hier sind noch ein paar Blütenstände, ein paar Seedheads von der Poa. Klar, sie ist noch da, aber sie hat deutlich nachgelassen zu blühen. Und jetzt fängt wieder an, das Blatt nachzuwachsen. Wir haben schon lange nicht mehr über die Gräser gesprochen. Also man sieht hier sehr viele unterschiedliche Gräser. Wenn man mal ganz genau guckt, ich weiß nicht, ob du das filmen kannst. Wir versuchen das nochmal zu zeigen. Also diese unten liegenden, auch hier steht ein bisschen raus, diese unten flach liegenden Gräser, die so ein bisschen bläulich wirken, das ist die Poa pratensis, das Kentucky Bluegrass. Dann haben wir die etwas geradere stehenden Gräser hier. Und das sieht man immer so schön, wenn man sie umdreht. Und dann sind die so glänzend. Man sieht das richtig, wie das glänzt, das ist krass. Das hat immer eine glänzende Unterseite, die Lolium perenne. Und die hat so einen ganz starken, wie so ein Kiel an der Blattunterseite. Also viel Lolium hier, auch Lolium. Und ja, die Festuca, die macht sich noch ein bisschen rar. Ob das jetzt die Festuca ist, weiß ich nicht. Die Festuca sieht man hier noch nicht so wirklich drin. In der Fläche. Ich zeige euch jetzt mal eine Stelle, wo man die Festuca schon deutlich sieht. Hier sieht man schon sehr schön, wie hier diese Festuca dominiert. Das ist die Festuca. Dieses ganz feine, dünne Gras. Dunkelgrün, wunderhübsch. Und dazwischen auch ein bisschen die Pratensis noch. So quer liegend, so ein bisschen im Bodenbereich. Wenn man hier rüber schwenkt, sieht man hier deutlich mehr Pratensis. Und da ist schon keine Festuca mehr. Hier ist wieder mal eine schöne Poa und eben auch die Lolium. Ne? Hier, die Lolium hier wieder, da ist auch viel Lolium dazwischen. Also das ist der Unterschied. Alles etwas breitblättriger und die Festuca eben sehr viel feinblättriger. Und das ist das Gras, was mit wenig Stickstoff und mit wenig Wasser besonders gut zurechtkommt. So, und das hier, lieber Rasenfreaks, das ist schon, ich sag mal, die 90%. Also das ist unheimlich dicht hier schon, das Gras, richtig teppichartig. Hier ist auch deutlich mehr Pratensis schon drin. Auch feine Festuca sehe ich hier sogar. Und weniger Lolium. Also das ist so der Teppich, den man sich eigentlich wünscht. So, und direkt daneben, wir waren eben hier 2 Handbreit weiter links. Und direkt daneben, hier sieht man jetzt überall braune Gräser, eine braune, tote Gräser. Ja, auch ganz viele Blüten, noch Stängel und hier totes Gras, braunes, totes Gras, überall, auch so ein bisschen lückenhaft, überall die kreblige Poa annua.
Also hier ist so ein Poanua-Nest, das jetzt stark gelitten hat, auch deswegen so ein bisschen offener. Kann natürlich gleich die Poa sich wieder rein versaaten. Auch deutlich heller die Stelle und eben viele braune Stellen noch, weil die Poa eben diesen Stress der letzten Monate nicht überstanden hat. Und lässt sich ganz leicht ausziehen. Also da kommen wir nochmal zu Festuca, Lolium, Poa pratensis. Was sind die Vor- und Nachteile? Das werden wir noch mal bringen. Ja, auf jeden Fall, wir haben immer noch die 16 mm hier. Die höheren geschnittenen Flächen sind 40 mm immer noch. Das finde ich immer noch sehr schön, so vom Höhenunterschied. Ich werde jetzt beim nächsten Schnitt tiefer gehen. Beim nächsten Schnitt werde ich jetzt auf 14 mm gehen. Den einen kleinen Schritt, den wage ich noch. Und dann schauen wir mal, wie das Gras aussieht. Ich gehe jetzt mal weiter, gehen wir auf den Abschlag. Ja, das ist jetzt hier unser Abschlag. Und hier haben wir noch richtig brutale Trockenstellen. Also richtig vertrocknet das Gras. Obwohl da der Sprenger sitzt. Aber anscheinend sprengt der nicht gleichmäßig. Und dieser Bereich sieht gut aus. Und da in der Ecke war auch eine starke Trockenheit. Und hier vorne in dem Bereich, man sieht das nicht mehr so deutlich, es hat sich jetzt deutlich verbessert. Hier war auch eine ganz, ganz starke Trockenstelle. Und was war es? Es war wieder die Hydrophobie. Die Eigenschaft des Bodens, das Wasser abzustoßen und das Wasser nicht zu halten, nicht anzunehmen. Und da musste ich tatsächlich wieder einen Wetting Agent, müsst ihr mal gucken, was das heißt, blende ich euch mal ein, hier ein Wetting Agent sprühen. Und jetzt hat sich innerhalb von ein paar Tagen, wir waren den Dienstag, ich glaube Mittwoch, Donnerstag habe ich das gemacht, dann habe ich stark bewässert jetzt am Sonntag, Samstag, Sonntag. Und heute am Montag ist hier die Stecke, und heute am Montag ist hier diese Stelle schon weitestgehend wieder schön und die Trockenheit ist zurückgegangen. Also das ist schon brutal. Und das ist immer schon meine eine Stelle gewesen, die immer sehr schnell trocken gefallen ist, wo es eben diese komische, dieses komische Phänomen Hydrophobie gibt. Und es gibt noch eine zweite Stelle, die ist noch schlimmer. So, auch hier so an unserem Wall, hier in diesem Bereich, das zieht sich hier interessanterweise so rum, hier in diesem ganzen Bereich, besonders stark hier an der Kante, war das total braun. Furchtbar. Auch die Feuchtigkeit gemessen und eine 5%. Keine Feuchtigkeit mehr im Boden. Und auch hier dann überall das Wetting Agent gesprüht. Und ruckzuck verändert sich wieder die Fläche. Das Wasser kann wieder vom Boden aufgenommen werden. Die Gräser kommen wieder an das Wasser ran. Und ruckzuck ist das hier wieder grün. Und das sind echt so immer die gleichen Stellen. Es ist Wahnsinn. Und hier sieht man auch wieder schön, immer noch schön und immer wieder. Auch hier, ne, Poa annua, total vertrocknete Blütenstände. Ja, Poa, ja, wir machen dich fertig. Überall hier. Und jetzt muss das andere Gras sich durchsetzen. Da kommt ja schon die Pratensis überall. Ja, wir stehen hier mal wieder an der Südkante. Wie kann es anders sein? Links, ne, die neue Fläche, der Wollrasen, rechts die alte Fläche. Wir haben bis zur Mitte des Hauses, haben wir ja diesen Bereich hier nochmal angehoben, also abgeschält und ein bisschen angehoben, um das war so ein Absatz hier zu unserer Steinkante, um den auszugleichen. Und die Fläche hat sich wirklich gut jetzt an die Südkante angeglichen. Und das sieht weitaus schlechter aus, da wo wir nicht angehoben haben. Ungefähr hier, hier geht das los. Hier ist auch noch so eine Welle drin. Und hier so ab der Mitte, der hintere Bereich ist nicht angehoben, der vordere Bereich ist halt die Südkante. Und hier sieht die ganze Fläche etwas krebliger aus. Interessant, also wenn man den Boden tatsächlich aufnimmt und dadurch auch natürlich den Untergrund ein bisschen lockert, tut das dem Rasen gut. Dann scheint er tatsächlich gleich wieder besser zu wachsen. Er hat wahrscheinlich mehr Luft, einen bisschen lockeren Boden. Die Wurzeln können besser in den Boden hineinwachsen. Und das scheint hier sich tatsächlich so auszuwirken. Das ist nur eine interessante Beobachtung. Was also wirklich bei der Wollrasenfläche extrem blöd ist,
sind diese jetzt überall weißlich zu sehenden Stängel. Dann gehen wir auch noch mal ran. So, zwei Dinge zur Wollrasenfläche. Auf der einen Seite wirkt die ganze Fläche, abgesehen von diesen weißen Stängeln hier, wirkt die ganze Fläche wirklich dunkelgrün. Und wenn man genauer hinguckt, ich hoffe, man sieht das jetzt hier, sieht man sehr, sehr, sehr viele Poa pratensis Blätter hier auf dem Boden liegen, ne, wieder so, ne, flach liegend. Und die decken eben tatsächlich sehr gut die ganze Fläche ab. Und die sind halt eben so dunkelgrün und deswegen ist diese Fläche so hübsch. Auf der anderen Seite hat diese Fläche aber unfassbare viele sehr harte Stängel rausgeschoben. Und da haben wir schon wild diskutiert. Also sind es jetzt die Stängel der Poa pratensis oder sind es die Stängel der Lolium? Und ich bin tatsächlich der Meinung, es ist die Lolium, die hier aus was für Gründen auch immer so harte Stängel rausgeschoben hat. Aber ich kann mich auch täuschen. Es ist zumindest sehr unschön. Und selbst hier Christian, der Greenkeeper von Grasshopper, sagte, dass das also ein ganz ungewöhnliches Bild ist. Ja, vielleicht hat einer noch eine Idee hier, was das sein könnte. Ich kann da mal so einen Stängel noch mal rausziehen. Also, ja, warte mal, da hängt, ja, guck mal, da hängt doch jetzt hier genau auch ein gesundes Blatt dran. Und jetzt gucken wir uns das Blatt mal an. Nee, es ist die Lolium. Es glänzt. Freaks. Also ich bin der Meinung, dass auch das hier nochmal hier hängt alles an dem gleichen Stiel dran. Auch glänzend. Interessant. Und dann dieser harte, vertrocknete Stängel. Was es nicht so alles gibt im Rasen. Ja, die Loliumstängel. Ich kann es ehrlich, es ist, wie es ist. Es ist einfach so. Ich finde es furchtbar. Keine Ahnung, was das für ein Lolium ist. Ein Stängel-Lolium. Okay. So, letzte Fläche. Das Grün. Das Grün, das ist noch sehr, sehr braun. Also hier stellenweise sehr braun. Das heißt, hier ist auch sehr viele tote Poa in dem Grün drin. Ich habe das ja nachgesät und ich bin jetzt auf 7 mm Schnitthöhe. Und so ganz langsam schließt sich jetzt endlich die Fläche. Also im Vergleich zu einem Golfplatzgrün ist das hier noch nichts. So, lieber Rasenfüchs, ja, das soll es jetzt gewesen sein mit dem kleinen Rundgang, mit dem kleinen Status hier zur Fläche vom Rasenfreak. Also in 2 Wochen haben doch echt eine Menge bewirkt. Und da kommt sie. Da kommt unsere Amsel. Das ist die, komm her. Hier sind die Würmer. Ja, komm. Hier sind die Würmer. Hol sie dir. Ja, komm. Ja, komm noch ein bisschen dichter. Ja, hier sind die Würmer. Ja, hier musst du sie dir holen. Hier, wo der Rasenfreak immer mäht. Genau. Das ist lecker hier, lecker Schmecker für dich. Diese Amsel, die rennt immer um mich herum, wenn ich am Mähen bin. Und dann holt sie sich immer die ganz frischen Würmer, die da rauskommen, durch diese Vibrationen. Es ist so cool. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, komm. Ja, komm. Ja, hol die Würmer. Hol die Würmer.